Das Interview des Tages. Michael Ludwig, sein Kampf um das Bürgermeisteramt. Ja, nach der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, jetzt bei uns zu Gast der zweite Politiker, der diesen Jänner so besonders spannend macht. Denn am 28. Jänner ist die Niederösterreichwahl, aber einen Tag vorher, am 27. Jänner, wird in Wien die Entscheidung fallen, wer nächster SPÖ-Wien-Chef und damit letztlich auch nächster Wiener Bürgermeister wird. Und bei uns zu Gast jetzt Michael Ludwig. Grüß Gott. Willkommen, Michael Ludwig. Danke fürs Hereinkommen gleich zu Beginn dieses Jahres. So wie die Johanna Mikl-Leitner jetzt 3 Wochen Wahlkampf führt, so werden ja auch Sie 3 Wochen Wahlkampf machen, aber einen sehr ungewöhnlichen Wahlkampf, weil es ja ein parteiinterner Wahlkampf ist in Wien. Wie läuft das? Ja, Herr Fellner, Sie haben völlig recht. Das ist das erste Mal, dass es in der SPÖ Wien eine Mehrfachkandidatur gibt um den Wiener Parteivorsitz. Mhm. Eine neue Situation für die Sozialdemokratie, aber auch eine gute Möglichkeit, einen Wettstreit der Ideen zuzulassen und die Möglichkeit zu bieten, dass die Delegierten am Landesparteitag, und das sind immerhin 980 Personen, eine Entscheidung treffen können. Mhm. Und da werden Sie antreten? Gegen einen Gegenkandidaten, nämlich gegen Andreas Schieder. Das ist richtig, ja. Sie beide kennen sich ja, nehme ich an, sehr viele Jahre, nicht? Waren gemeinsam auch einmal in der Stadtregierung. Andreas Schieder war ja auch in Wien mehrfach tätig. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja das erste Mal seit Kreisky Bittermann, muss man sagen, dass da zwei wirklich große Kaliber in der SPÖ aufeinanderprallen. Manche sagen, Ludwig gegen Schieder, das wird Brutalität, das wird Simmering gegen Kaffenberg, in Ihrem Fall Floridsdorf gegen Penzing. Ja? Nein, es ist nicht ganz so dramatisch, aber es ist natürlich so, dass eine Mehrfachkandidatur immer eine besondere Herausforderung ist. Wir haben versucht, diese Situation sehr solidarisch zu meistern. Wir haben unterschiedliche Positionen eingebracht, die Delegierten haben die Wahl, aber wir haben, glaube ich, bisher diese Diskussion sehr sachlich, inhaltsorientiert geführt, auch sehr solidarisch geführt. Aber es ist natürlich eine Entscheidung, es ist eine völlig neue Situation und auch eine Möglichkeit, einen demokratischen Entscheidungsprozess herbeizuführen. Und was für eine Entscheidung ist das? Die einen sagen, das ist eine Entscheidung zwischen einem Rechten und einem Linken. Ja, Sie werden das wahrscheinlich anders sehen. Was für eine Entscheidung ist das? Sie stehen ja für einen Neustart in Wien, ne? Ja, ich würde nicht sagen rechts und links. Also zum einen ist Lagerdenken immer was Schlechtes und überhaupt in einer gemeinsamen politischen Gemeinschaft sollte man ja überhaupt kein Lagerdenken haben. Ich würde es auch eher nicht so sehen, sondern es ist zweifellos so, dass Andi Schieder seit vielen Jahren in der Bundespolitik tätig ist. Ich bin seit mehr als 10 Jahren in der Wiener Stadtregierung in verantwortungsvoller Tätigkeit unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben einen anderen Zugang zur Politik und ich möchte diese meine Tätigkeit in der Wiener Kommunalpolitik ausbauen und auch entsprechende Entscheidungen treffen können in einer führenden Funktion. Sie sind Wohnbaustadtrat in Wien, haben wie viele Wohnungen gebaut in diesen 10 Jahren? Naja, das sind in Summe in der Größenordnung von 60.000 Wohneinheiten, die wir neu errichten konnten mit Unterstützung der Stadt Wien. Dazu kommen noch viele frei finanzierte Wohnungen, die ebenfalls mit zumindest organisatorischer Unterstützung der Stadt Wien umgesetzt worden sind. Weil Sie haben ja ein ganz spannendes Ressort. Auf der einen Seite ist Wien, wie jede Weltstadt, natürlich von einem enormen Wohnungsproblem betroffen. Die Preise gehen durchs Dach. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich keine Stadt der Welt, die so viel sozialen Wohnbau hat wie Wien und wo soziales Wohnen so billig ist wie in Wien, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sagen das sehr richtig, Herr Fellner, man muss das sehr differenzieren. Sie haben völlig recht, es gibt eine starke Steigerung der Mieten am Wohnungsmarkt. Das gilt allerdings für ein schmales Segment des Wohnungsmarktes in Wien, nämlich für die privaten, frei finanzierten Wohnungen. Dort ist richtig in den letzten Jahren die Mieterentwicklung eine sehr dynamische gewesen. Das war auch der Grund, dass ich immer vom Bundesgesetzgeber, auch von der Bundesregierung verlangt habe, dass es Maßnahmen gibt, um ein neues Mietrechtsgesetz auf den Weg zu bringen. Das ist leider aufgrund des Widerstandes der ÖVP gescheitert. Ja. Ich werde trotzdem meine Forderungen immer wieder wiederholen, auch an den Bundesgesetzgeber, weil es ist notwendig, ein Bundesgesetz hier zu beschließen in Richtung mehr Transparenz, in Richtung mehr Mieterfreundlichkeit. Aber umgekehrt haben wir auch einen sehr großen
gemeinnützigen, geförderten Wohnungsmarkt in Wien, im Unterschied zu allen anderen Großstädten, die es in Europa und weit darüber hinaus gibt. Das ist eine Besonderheit in Wien, auf die wir stolz sein können. Das müssen wir auch verteidigen. Kriegt um 400 Euro und weniger, ne? Richtig, so ist es. Ja. Genau. Und das sind nicht nur die 220.000 Gemeindewohnungen, das sind auch 200.000 geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen. Und da trete ich immer wieder vehement dagegen auf, dass dieser Bereich des Wohnungsmarktes privatisiert wird. Denn wir haben gesehen, bei der letzten schwarz-blauen Bundesregierung ab den Jahren 2000, Stichwort BUWOG und den Verkauf dieser gemeinnützigen Wohnungen, wohin das führt, nämlich nicht nur zu einem offensichtlichen Gerichtsfall, sondern auch zum Entzug vieler kostengünstigen Wohnungen aus dem Markt. Sie waren jetzt ein unbestritten exzellenter Wohnbaustandort. Was gibt Ihnen jetzt das Selbstvertrauen oder das Gefühl, jetzt Wiener Bürgermeister werden zu wollen? Ja, nachdem Michael Häupl, mit dem ich ja wirklich viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet habe, für sich entschieden hat, dass er nicht mehr für diese Funktion kandidieren möchte, bin ich ermuntert worden von großen Teilen der SPÖ Wien, aber weit darüber hinaus auch aus der Bevölkerung, mich zur Verfügung zu stellen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und diesem Ruf bin ich gefolgt. Sie sollen ja und wollen ja, sollen und wollen ja so eine Art Bürger Meister werden, also ein bürgernaher Bürgermeister. Das ist Ihre Ansage, ne? Ja, man muss ja feststellen, wir machen ja Politik nicht zum Selbstzweck. Politik muss ja spürbar für die Menschen sein. Es muss für die Wiener Bevölkerung deutlich sein, wofür wir eintreten, dass wir ihre Interessen vertreten. Und von daher muss ein Bürgermeister in Wien natürlich weit auch über den eigenen Parteikreis hinaus wirken und auch mit vielen Teilen der Bevölkerung, die vielleicht nicht immer SPÖ wählen, in direkten Kontakt stehen. Jetzt ist der Michael Ludwig ja traditionell, das weiß man, jemand, der sehr gern zu den Leuten geht. Ne? Also in Floridsdorf, wo Sie her sind, besonders, aber jetzt ja auch über alle Bezirke. Und das muss jetzt ja für Sie fast ein Volksfest sein, diese 3 Wochen SPÖ-interner Wahlkampf, weil so viel waren Sie ja wahrscheinlich noch nie in den Bezirksorganisationen unterwegs wie jetzt. Wie muss man sich das vorstellen, diesen SPÖ-internen Wahlkampf jetzt? Ich würde gar nicht sagen, dass ich mehr unterwegs bin. Ich war in der Vergangenheit auch immer ständig eingeladen bei parteiinternen Veranstaltungen wie Konferenzen, Symposien, aber natürlich auch bei vielen Veranstaltungen, die es weit über den Kreis der SPÖ Wien hinausgegeben hat. Also ich habe schon versucht, auch meine bisherige Tätigkeit sehr stark... Aber jetzt sind sehr Sie sehr ja jeden Abend irgendwo, ne? Ja, ich bin auch vorher jeden Abend unterwegs gewesen, ja, auch als Wohnbaustadtrat. Aber das reicht jetzt ja von der sozialistischen Jugend bis was ich... zur Sektion 27. Völlig richtig. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch eine was sehr interessante... Was haben Sie alles gemacht? Was waren so Highlights bis jetzt in diesem Wahlkampf? Ja, die Landeskonferenz der SJ war sicher deshalb interessant, weil die das sehr gut vorbereitet haben und muss ich sagen, mit da sind Sie sehr beide viel, aufgetreten. Da waren wir Schieder beide dort und das war eigentlich eine sehr reif organisierte Veranstaltung, wo man wirklich das Gefühl gehabt hat, die sind interessiert an Inhalten, da geht es nicht um Querelen, sondern um Inhalte, aber ich bin auch bei sehr vielen Sektions- und Bezirksveranstaltungen, aber auch bei Veranstaltungen, die parteiübergreifend sind, denn es ist wichtig, in die Bevölkerung hineinzuhören und nicht nur in einer Blase so quasi sich selbst wechselseitig den richtigen Kurs zu bestätigen. Und es hat bis jetzt ja ein richtiges Duell, schon gar Krawatschenduell oder Blutbad oder was immer, zwischen Ihnen und dem Herrn Schieder ja noch nicht gegeben. Das läuft ja bis jetzt sehr freundschaftlich ab, um in der SPÖ-Sprache zu bleiben. Richtig, ja. Also auch wenn Freundschaft in der SPÖ manchmal mit Feindschaft übersetzt wird. Aber in diesem Fall, sagen Sie, hat es bis jetzt so richtige Auseinandersetzungen zwischen Ihnen beiden noch nicht gegeben. Nein, ich glaube, wir führen das beide sehr sachorientiert. Es ist uns beiden bewusst, dass wir eine Verantwortung haben für die Zukunft der SPÖ Wien und dass es keinen Sinn macht, diese Situation zur Vertiefung von vielleicht unterschiedlichen Meinungen heranzuziehen, sondern dass wir gemeinsam die Verantwortung haben, das so abzuführen, dass es auch nach dem 27. Jänner ein Miteinander gibt. Und ich glaube, ich bin bekannt als Brückenbauer und es wird vor allem für mich auch nach dem 27. Jänner eine große Herausforderung sein, diese sehr große Organisation SPÖ Wien geeint auch in die Zukunft zu führen. Jetzt ist es ja um den Herrn Schieder in den letzten Tagen ein bisschen still geworden. Ist er noch vorhanden? Tritt er an gegen Sie? Wissen Sie, gibt es ihn noch? Ja. Ja, ich gehe davon aus, aber ich rufe ihn auch nicht herbei. Also er macht seine Dinge, ich mache meine und er wird wissen, wie er das anlegt. Es ist ja deshalb still geworden, weil er plötzlich in den letzten Tagen wirklich verstärkt und heute, muss man sagen, vehement
das Gerücht aufgetaucht ist, dass Christian Kern, der eigentliche SPÖ-Bundesparteichef, jetzt statt Andreas Schieder antreten soll, als sozusagen Kompromisskandidat für den Wiener Bürgermeister. Halten Sie das für eine gute Idee? Würden Sie im Falle dessen, dass Christian Kern sagt, ich trete an, sagen, ich verzichte? Nein, würde ich natürlich nicht. Es ist eine schwerwiegende Entscheidung, dass man sich für eine solche Verfügung, für so eine Funktion zur Verfügung stellt. Und da wird man nicht wankelmütig. Also ich habe mich entschieden, anzutreten um den Parteivorsitz in der SPÖ Wien, unabhängig wer sonst antritt. Und ich erachte das als eher unwahrscheinlich, aber egal wer antritt, wird Sie er damit rechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass Christian Kern antritt. Warum? Naja, es würde mich wundern, dass er so knapp vor Anmeldeschluss sich noch zur Verfügung stellt. Er hat ja doch eine große, bedeutende Rolle in der Opposition als immerhin Clubvorsitzender der größten Fraktion im Parlament in Opposition ist. Also von daher gehe ich davon aus, dass er diese verantwortungsvolle Tätigkeit weiter ausüben wird. Das heißt, Sie halten das für ein Gerücht, für ein falsches Gerücht, dass er antritt? Ich halte es für ein Gerücht, aber ich kann den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen. Ich gehe davon aus, dass die Erklärungen, die er in der Öffentlichkeit abgegeben hat, dass er für diese Funktion als Wiener Bürgermeister nicht zur Verfügung steht, dass das auch Gültigkeit hat. Und Sie würden auf jeden Fall antreten, auch wenn Christian Kern sagt, ich stelle mich als sozusagen Kandidat des Kompromisses und der Einigung zur Verfügung. Dann würden Sie sagen, ich trete auf jeden Fall an. Ich kandidiere auf jeden Fall. Ich habe mich entschieden, unterstützt von großen Teilen der Partei und unabhängig, wer sich sonst am Landesparteitag für diese Funktion bewirbt, ist meine Kandidatur aufrecht. Und die Tatsache, dass praktisch Ihr Chef, wenn man so sagen darf, der Herr Bundesparteivorsitzende sagt, ich komme nach Wien, ich rette die Wiener SPÖ, das beeindruckt Sie nicht? Das beeindruckt mich deshalb gar nicht, denn der Bundesparteivorsitzende ist nicht mein Chef. Mein Chef, wenn man so will, ist die Wiener Bevölkerung. Das ist für mich ausschlaggebend und das ist für mich auch das alleinig Interessante auch an der Zukunftsentwicklung. Das heißt, Sie treten auf jeden Fall an? Ich trete auf jeden Fall an, egal wer sich sonst um die Funktion bewirbt. Das heißt, Sie würden, wenn Sie am 27. Jänner gewählt werden, neuer Wiener SPÖ-Chef sein. Sind Sie dann automatisch auch Wiener Bürgermeister? Das fragen sich ja auch viele jetzt. Ja, automatisch nicht, denn der Wiener Bürgermeister muss wie alle anderen Mitglieder der Stadtregierung in einer geheimen Wahl im Wiener Gemeinderat gewählt werden. Aber ich gehe davon aus, dass wenn die mit Abstand stärkste Fraktion im Wiener Gemeinderat einen personellen Vorschlag macht, dass es hier entsprechende Mehrheitsverhältnisse gibt. Weil da gibt es ja auch das Gerücht, dass Michael Häupl vielleicht gar nicht gehen will, dass der noch bleibt bis zur nächsten Wahl. Also er hat auch in der Öffentlichkeit bekundet, dass er im ersten Halbjahr 2018 die Funktion zur Verfügung stellen wird. Und ich gehe davon aus, dass diese Ankündigung auch in der Realität umgesetzt wird. Das heißt, Sie stehen für einen kompletten Neustart in der Wiener SPÖ, im Rathaus als Bürgermeister. Richtig. Michael Ludwig, heute bei uns zu Gast am Start dieser 3 Wochen Intensivphase des Wiener SPÖ internen Wahlkampfs. Wir gehen in eine kurze Werbepause zurück und dann möchte ich gern mit dem möglicherweise künftigen Wiener Bürgermeister Ludwig darüber sprechen, wie der Neustart in Wien wirklich ausschauen soll. Das Interview des Tages. Michael Ludwig, sein Kampf um das Bürgermeisteramt. Ja, 3 Wochen sind es noch bis zu jenem spannenden 27. Jänner. Es wird ein Samstag sein, an dem sozusagen in Wien angeblich die Fetzen fliegen. Vielleicht auch nicht, weil vielleicht wird es eher ganz eine klare Sache oder eine gewahrte Wiese, wie das in Wien so heißt. Am 27. Jänner ist Simmering gegen Kapfenberg oder in diesem Fall Floridsdorf gegen Penzing angesagt. Michael Ludwig gegen Andreas Schieder, wobei man heute schon nicht mehr genau weiß, ob Andreas Schieder wirklich antreten wird oder ob nicht vielleicht statt Andreas Schieder sogar Christian Kern ins Rennen gehen wird. Michael Ludwig hat im ersten Teil des Interviews gesagt, er tritt auf jeden Fall an, komme was wolle. Er hat ein, sozusagen fühlt sich von der Wiener Bevölkerung animiert, das zu tun. Sie werden auf jeden Fall also am 27. Jänner antreten. Hinter Ihnen, muss man sagen, die meisten großen Flächenbezirke, ja, einige Organisationen, aber natürlich Andreas Schieder, auch die Pensionisten teilweise hinter sich, die Jugend hinter sich, die eher linkeren, man sagt Popo, innerhalb des Gürtelsbezirke hinter sich, einen Teil der Stadtregierung hinter sich, was einen besonders überrascht, weil sie ja eigentlich Mitglied der Stadtregierung sind und man nicht ganz versteht, warum da jetzt einige Damen der Stadtregierung so vehement gegen sie mobil machen. Wer steht denn wirklich hinter Ihnen?
Ja, ich habe mich für diese Kandidatur entschlossen, nachdem Bürgermeister Michael Häupl für sich entschieden hat, dass er nicht mehr um den Landesparteivorsitz antreten wird, weil ich ermuntert worden bin durch einen großen Teil der SPÖ Wien. Das waren die großen Flächenbezirke, Floridsdorf, Donaustadt, Favoriten, Simmering. Aber auch viele auch Vertreterinnen und Vertreter aus kleineren Bezirken, aus der Gewerkschaftsbewegung, aus Organisationen, die mich da sehr ermuntert haben, mich zur Verfügung zu stellen. Und mit Andreas Schieder ist ein weiterer Kandidat zur Verfügung gestanden. Und es haben jetzt die Delegierten am Landesparteitag die Möglichkeit auszuwählen. Es gibt manche, die sagen, das wird ganz knapp werden, 50-50. Es gibt andere, die sagen, sie haben 100 Stimmen Vorsprung. Was ist Ihr Gefühl? Wird es knapp oder sind Sie in Führung? Also ich habe natürlich ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, dass sich ein größerer Teil der Delegierten auch schon entschieden haben und bin sehr zuversichtlich, dass das deutlich entschieden wird. Jetzt muss man dazu sagen, Ihr großes Plus ist, Sie sind der Mann des Neustarts in der Wiener SPÖ. Ja? Was verbinden Sie mit dem Wort Neustart? Was ist neu, wenn da Michael Ludwig, der ja immerhin 10 Jahre Wohnbaustadtrat ist und eigentlich ein Urgestein der Floridsdorfer SPÖ, wenn der jetzt sozusagen sagt, wir starten neu? Ja, zum einen gibt es ja in Wien sehr viele positive Entwicklungen, das muss man sagen. Wir sind ja eine großartige Stadt und wenn ich im Ausland in anderen Städten unterwegs bin, wenn ich sage, ich komme aus Wien, dann leuchten die Augen. Und Wien hat ein ungeheuer positives Renommee. Trotzdem gibt es viele Menschen in der Wiener Bevölkerung, die das Gefühl haben, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Und diese Sorgen und Ängste muss man ernst nehmen und muss genau hinhören, wo die Sorgen und Ängste liegen. Und es gibt ja in der Tat Herausforderungen für uns in Wien, weit darüber hinaus, die für einen verantwortungsvollen Politiker Herausforderungen sind. Wenn ich zum Beispiel denke an die Digitalisierung, was das für Auswirkungen haben wird auf den Arbeitsmarkt, auf den gesamten Bildungssektor, dann ist das ein großes Thema. Oder die Frage des internationalen Wettbewerbs. Unsere Konkurrenzsituation ist ja nicht zwischen Wien, St. Pölten und Eisenstadt, sondern wir müssen ja in der Ostregion zusammenarbeiten, dass wir im internationalen Wettbewerb uns positionieren gegen andere Metropolen in Europa und gemeinsam in der Europäischen Union, natürlich im internationalen Wettbewerb. Und da kommen große Herausforderungen zu. Das Match um die EU-Agenturen verloren leider, ne? Das ist bedauerlich, denn das war eine Entscheidung auf Ebene der Außenminister und da hätten wir uns natürlich als Wiener mehr Unterstützung auch vom damaligen Außenminister gewünscht. Aber die Entscheidung ist so getroffen worden, heißt aber nicht, dass wir uns nicht weiter bemühen, internationale Organisationen in Wien anzusiedeln und wir haben gute Voraussetzungen. Was werden Sie denn in Wien bringen? Wir haben ja zwei legendäre Bürgermeister jetzt gehabt, Helmut Zilk, der sozusagen der Bürger-Master schlechthin war, ständig durch die Stadt spazierend, vom Bauer Gustl ins Rathaus und zurück, dort mit allen redend, die Müllabfuhr selber antreibend, etc., etc., ja, immer anrufend, wann irgendwo ein kleines Problem aufgetaucht ist. Und dann den Michael Häupl, der das ja als Zilk-Erbe eigentlich so weitergeführt hat, aber in letzter Zeit halt einfach ist die Sache erlahmt, hat man ein bisschen das Gefühl. Sie auch? Ist das alles langsamer geworden? Fehlt der Stadt wieder der Schwung des Neustarts? Ich glaube, es hat jede Zeit ihre Herausforderungen und Michael Häupl hat sehr viel Positives geleistet. Manches ist vielleicht gar nicht so im Fokus des öffentlichen Interesses gewesen, zum Beispiel diese ganz enge Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft, die Ansiedlung in der Bohrgasse, in der Mutgasse von wissenschaftlichen Einrichtungen, die viele Arbeitsplätze geschaffen haben, nicht nur im akademischen Bereich, weit darüber hinaus, oder unser wirklich sehr gutes Renommee auch innerhalb Europas. Michael Häupl war lange Zeit Vorsitzender der Europäischen Städtepartnerschaften. Das war schon alles sehr, sehr wichtig, aber es kommen neue Herausforderungen auf uns zu und jede Zeit braucht natürlich auch die Personen, die die Gesamtbevölkerung in eine gesicherte Zukunft führen und das sind sicher Themen, die uns bewegen werden in den nächsten Jahren. Ein bisschen braucht diese Stadt ja wieder Impulse. Wir brauchen wieder neue Museen, zum Beispiel ein Leopold-Museum oder solche Dinge sind ja 20, 30 Jahre alt. Ne? Also da gab es einmal so einen richtigen Museenschub. Oder wir brauchen neue Sportstätten, nur als Beispiel. Ja? Da wollen Sie auch da einen richtigen Neustart setzen oder am Schulsektor oder am Kindergartensektor?
Also beispielsweise bei den Museen muss man sagen, wir haben mit dem Museumsquartier eines jener Museumsareale, das zu den 5 größten in Europa gehört. Es ist richtig, das wurde ungefähr 20 Jahren eröffnet. Aber wir werden nicht alle Jahre... Absolut, das werden wir nicht in regelmäßigen Abständen machen können, in dieser Größenordnung. Aber wir haben mit dem Wien-Museum ein Projekt in diese Richtung vor. Was mir sehr wichtig erscheint, ist die Frage der Sportstätten. Haben Sie völlig recht, Herr Fellner. Denn das ist nämlich für Sport wichtig, für die Frage, wie wir uns international positionieren, aber vor allem für den Breitensport ganz wichtig. Denn das ist eine Frage der Jugendarbeit, der Integration, der Sozialarbeit. Und ich habe in meinem Wirkungsbereich ein Projekt vor mit der internationalen Baustelle. Wien hat derzeit das mieseste Stadion Europas, ne? Wo man Angst hat, wenn man reingeht, dass es zusammenfällt. Ja. Naja, es steht unter Denkmalschutz. Ja. Eben, ja. Es sind die Stadien, die unter Denkmalschutz stehen. Weder die Allianz Arena noch was Ähnliches steht unter Denkmalschutz. Ja. Wir haben aber dafür mit dem neuen Stadion Rapid und mit dem neuen Stadion der Austria natürlich auch Sportstätten, die sehr, sehr modern sind. Aber es ist richtig, natürlich auch eine größere Sportstätte wäre in dem Bereich wichtig. Aber ich sehe ja nicht nur Fußball, so wichtig das ist. Es geht genauso um einen Schwimmsport, um die Frage der Ballsportarten generell. Volleyball, Handball beispielsweise, Landhockey, wo wir international oft sehr, sehr gut liegen, aber wo die Infrastruktur sicher verbessern wird. Wir haben mit den Capitals jetzt das beste Eishockey-Team und dort eine Halle, muss man dazu sagen. Das funktioniert ja erst seitdem die jetzt eine Halle haben, nicht? Auch da muss man sagen, das war eine gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und Hans Schmidt, der sich als Privater hier sehr engagiert hat. Aber sowas wird es von Ihnen verstärkt geben? Absolut. Ich glaube, dass es wichtig ist für die Entwicklung auch der Jugend, auch für den Zusammenhalt ganz wichtig ist. Also bei der Entwicklung der Sportstätten sehe ich eine starke Möglichkeit, das zu positionieren. Gilt aber auch für Bildungseinrichtungen. Ich bin ehrenamtlich Vorsitzender der Wiener Volkshochschulen. Das ist eine sehr wichtige historische Entwicklung über Jahrzehnte gewesen. Aber ich glaube, jetzt braucht es wieder einen neuen Schub, um beispielsweise neue Bildungsstätten auch für Erwachsene anzubieten. Zum Beispiel Digitalisierung. Sie haben das vorher ja sehr schön gesagt. Sie haben gesagt, Wien muss wieder die Hauptstadt der Digitalisierung werden, ne? In Europa zumindest. Das Silicon Valley werden wir nicht schaffen. Aber in Europa wollen sie da einfach Gas geben, was Digitalisierung anbelangt. Wir müssen sehen, dass wir ein attraktiver Wirtschaftsstandort sind, aber dass wir uns natürlich nicht beschränken dürfen auf unsere bisherigen Erfolge. Wir müssen uns weiterentwickeln. Im Bereich der Biotechnologie ist das gelungen. Da haben wir in den letzten Jahren ungeheuer aufgeholt in Europa. Bei der Telekommunikation, der Digitalisierung haben wir gute Chancen, auch europaweit an die Spitze zu kommen. Und ich glaube, in dem Bereich muss man auch weitere Akzente setzen. Ist ja an und für sich eine Schande, dass Niederösterreich mit der Frau Mikl-Leitner, die gerade da war, Wien im Wirtschaftswachstum überholt hat? Ja, ich sehe das ja ein bisschen über die Grenzen hinaus. Also wir reden immer über gemeinsames Europa und bleiben dann immer hängen an den Bundesländergrenzen innerhalb Österreichs, eines doch relativ kleinen Landes. Ich glaube, wir müssten viel stärker noch als bisher auch über die Bundesländergrenzen hinweg kooperieren. Und ich sehe in der Zusammenarbeit zwischen Wien und Niederösterreich und ganz bewusst möchte ich das Burgenland mit einbeziehen, weil da eine Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und noch besser in Zukunft funktionieren kann, dass wir die gesamte Ostregion auch über parteipolitische Grenzen hinweg gemeinsam entwickeln. Jetzt sollte ja eigentlich ein Neustart für Wien erfolgen mit dieser rot-grünen Regierung. Das war ja am Anfang auch sehr ambitioniert. Man muss nur die Öffi-Tickets nehmen, dieses Jahresticket, das ja weltweit einen Rekordtiefstpreis hat. Aber eigentlich hakt es da ein bisschen in letzter Zeit, nicht? Man blockiert sich, man intrigiert sich und wie immer man das nennen will, da wäre ja auch mal ein Neustart fällig eigentlich in dieser rot-grünen Koalition, oder? Ich glaube, es ist in beiden Parteien derzeit so eine Konsolidierungsphase, ist manchmal auch notwendig, die sollte nur dann bald einmal abgeschlossen werden, denn wie gesagt, am Beginn bereits erwähnt, Politik ist kein Selbstzweck. Also wir haben ja für die Bevölkerung zu arbeiten und zu Recht erwartet sie die Bevölkerung Entscheidungen und ich denke, dass wir noch viele Punkte offen haben im Koalitionsübereinkommen, die bis 2020 erledigt werden müssen und dem sollten wir uns sehr rasch sind wieder zuwenden. Sind Sie ein Anhänger von Rot-Grün? Ja, es ist eine Vereinbarung getroffen bis 2020 und wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr treuer, auch vertragstreuer Mensch bin, das ist einzuhalten und ich sehe Koalitionen immer sehr emotionslos. Aber es gibt viele Dinge, die mageln Sie, zum Beispiel der Lobautunnel, den Sie unbedingt wollen, weil Sie ein bisschen auch der Vertreter von Transdanubien sind, Floridsdorf, Donaustadt etc., der Ausbau der Straßen, die Verkehrspolitik, die da derzeit betrieben wird, wo man teilweise stundenlang auf der Tangente steht, da wollen Sie sozusagen Gas geben als Wiener Bürgermeister?
Ja, das ist ganz wichtig, auch für den Wirtschaftsstandort Wien. Wir brauchen eine entsprechende infrastrukturelle Ausstattung. Das gilt für die Nordostumfahrung, weil das auch die Möglichkeit bietet, Betriebsansiedlungen zu schaffen, aber auch die Lebensqualität der dort lebenden Menschen verbessert. Ich meine, man muss ja mal das Verkehrschaos in manchen Teilen der Donaustadt und auch Floridsdorf anschauen. Also das ist absolut notwendig, die Stadtstraße in der Donaustadt. Aber ich möchte darüber hinaus auch in Kooperation mit Niederösterreich die dritte Piste am Flughafen Schwechat realisieren. Denn wenn wir internationale Betriebe ansiedeln wollen, sind die Verkehrswege, Bahn, Individualverkehr, aber auch Flughäfen ganz, ganz wichtig und zentrale Entscheidungsträger. Natürlich, ja. Das ist die umweltfreundlichste Lösung. Ja. Ist aber alles diametral entgegengesetzt zu den Grünen derzeit, das wissen Sie schon. Das weiß ich. Da wird es dann krachen, wenn Sie Bürgermeister sind. Das weiß ich, aber auch hier gilt, dass ich auch die Interessen der Wiener Bevölkerung zu vertreten habe. Und ich bin überzeugt, dass es gelingen wird, als doch weitaus stärkste Partei in Wien die Interessen der Bevölkerung auch entsprechend durchzusetzen. Aber Rot-Grün soll bleiben mit einer stärkeren roten Handschrift, wenn ich Sie richtig verstehe. Bis 2020. Soll es bleiben. Aber bewusst bis 2020 sonst. Ja, dann ist die Wählerin dann und der Wähler werden die Karten neu dann gemischt. So ist es, ja. Ja. Aber mit einer stärkeren roten Handschrift, Rot-Grün. Ja, ich denke, wir sind eine so starke Bewegung als SPÖ Wien, dass wir deutlich unseren Stempel auch in der Stadtpolitik aufdrücken sollten. Michael Ludwig bei uns zu Gast, 3 Wochen vor dem Showdown. Im Wiener Konzerthaus ist das? Oder wo geht Nein, das in über? Der Wiener Messe. In der Wiener Messe, vor 900 oder so 980 irgendwie, 980 Delegierten, die darüber entscheiden werden, wer nächster Wiener Bürgermeister und nächster Wiener SPÖ-Chef wird. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann möchte ich den Michael Ludwig fragen, wie er diese türkisblaue Regierung sieht. Denn er wird ja der größte Gegenspieler von Kurz und Strache werden. Wir sind gleich wieder zurück. Das Interview des Tages. Michael Ludwig, sein Kampf um das Bürgermeisteramt. Ja, bei uns zu Gast Michael Ludwig, der zweite Politiker, der den Jänner so spannend machen wird, neben Johanna Mikl-Leitner. Am 27. Jänner ist die Entscheidung, wer wird nächster SPÖ-Chef, wer wird nächster Wiener Bürgermeister. Und Michael Ludwig tritt entweder gegen Andreas Schieder an, das weiß man nicht mehr so genau, oder vielleicht sogar gegen Christian Kern. Das weiß man auch nicht so genau, aber genau weiß man, dass Christian Ludwig antritt. Wer hat das heute Abend, Michael Ludwig antritt, wer hat das heute noch einmal hier ausdrücklich betont, auch gegen Christian Kern, das war mein Versprecher. Jetzt als Wiener Bürgermeister, als Wiener SPÖ-Chef, sind Sie automatisch der große Gegenspieler dieser neuen Bundesregierung, nicht? Weil das ist ja ein bisschen auch ein Duell Wien gegen Bund, Rot gegen Schwarz-Blau. Wie sehen Sie denn diese Regierung Kurz-Strache, 2 Wochen nach dem Start? Ja, als Wiener Bürgermeister hat man die Interessen der Wiener Bevölkerung zu vertreten, unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung. Aber das, was natürlich schon erstaunen lässt, ist, welche Maßnahmen die jetzige Bundesregierung gesetzt hat im Bereich Arbeitsmarkt, Stichwort 12-Stunden-Tag beispielsweise, oder dass Programme vor allem für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sistiert werden. Oder, 20.000, richtig. Oder Maßnahmen angekündigt werden, die zu einer Verteuerung des privaten Wohnungsmarktes führen, wo wir ohnehin schon einen sehr starken Preisdruck haben. Hier würde ich mir eine Entlastung wünschen, aber nicht eine Verteuerung der Mieten. Und da sage ich, das wird mit uns in Wien in diesem Ausmaß nicht gehen. Da muss man deutlich auch als Wiener Bürgermeister sagen, so nicht. Das heißt, da wird es zum Crash kommen, Ludwig gegen Kurz. Ja, zumindest zu einer harten politischen Diskussion. Und natürlich muss man die Wiener Bevölkerung auch aufmerksam machen, welche politische Bewegung welche Entscheidungen trifft. Und insbesondere auch verwundert es, dass die FPÖ, die sich ja immer geriert hat als eine Partei für den kleinen Mann oder die kleine Frau, wie sie das immer selbst bezeichnet haben, dass Maßnahmen jetzt vertreten werden, die genau dieser Bevölkerungsgruppe entgegenläuft. Sie sind ja ein sehr, sehr harter Kritiker von Schwarz-Blau. Waren Sie eigentlich ein Fan von Rot-Blau oder sind Sie da falsch interpretiert worden? Weil viele haben ja gesagt, Ludwig und Doskozil, das sind die zwei, die Rot-Blau machen wollen. Ja, diese Entscheidung steht ja nicht an. Es ist auf Bundesebene offensichtlich lang vorbereitet, eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ schon entschieden worden. In Wien stellt sich diese Frage nicht, also von daher ist das kein Thema. Das heißt, in Wien würden Sie Rot-Blau ausschließen nach der nächsten Wahl? Ja. Warum?
Ja, aber ich glaube, es gibt gerade im inhaltlichen Bereich solche gravierenden Unterschiede. Also ich habe jetzt die Arbeitsmarktpolitik angesprochen, auch die Frage der Miethöhen beispielsweise. Dass ich sage, mein Wunsch ist, dass wir auf politischen Bereichen immer natürlich mit allen politischen Parteien Gespräche führen. Ich bin gerade dabei, eine Novelle der Bauordnung zu verhandeln. Da rede ich mit allen Parteien, klarerweise. Aber in grundsatzpolitischen Fragen sieht man, dass es hier deutliche, gravierende Unterschiede gibt und dass eine Koalition, wenn man auch in Sachfragen übereinkommt, nicht möglich ist. Es ist aber schon sehr spannend, dass ausgerechnet Michael Ludwig, den wir immer für den Protagonisten von Rot-Blau gehalten hat, sagt, nach der nächsten Wiener Wahl schließt er Rot-Blau aus. Ja. Definitiv. Ja. Und das ist eine spannende Ansage. Das heißt, Rot-Grün ist möglich, Rot-Schwarz ist möglich oder Rot-Türkis, aber Rot-Blau ist auch unter Michael Ludwig nicht möglich. Das bleiben Sie sozusagen auf halber Linie. Ja, aber man sollte auch eine absolute Mehrheit der SPÖ nicht außer Acht lassen. Meinen Sie, könnte sich ausgehen mit Ludwig? Gut. Maybe. Aber da bleiben Sie auf halber Linie. Das heißt, da sind Sie Häupl-Schüler im weitesten Sinne. Naja, das ist nicht nur eine Linie von Michael Häupl, das ist eine Linie, die wir gemeinsam in der SPÖ gefunden haben, in der SPÖ Wien, und die werden wir gemeinsam tragen. Das heißt, das kommunizieren Sie jetzt auch, wenn Sie in die Sektionen gehen, dass Sie also kein Freund von Rot-Blau sind? Ja, dass ich eine Koalition mit der FPÖ derzeit ausschließe. Ja. Das heißt, Sie werden sehr genau abwägen, geht es mit Rot-Grün weiter? Hängt ja auch vom grünen Wahlresultat ab, ob es sich überhaupt ausgeht. Oder geht es mit Rot-Schwarz, sprich Rot-Türkis weiter? Oder wäre vielleicht auch Rot-Neos möglich? Aber in diesem Spektrum wollen Sie sozusagen eine Koalition finden. Entweder die alte Große oder die fast alte Rot-Grüne. Das ist sozusagen Ihr Ziel nach einer nächsten Wien-Wahl, die ja schon 2020 ist. Richtig, ja. Es klingt ja weit weg, 2020, ja. Aber in Wirklichkeit ist, wenn wir alle unsere Entscheidungen im heurigen Jahr getroffen haben, nicht übertrieben lang Zeit. Ist richtig. Jetzt muss man dazu sagen, dass viele gesagt haben, die Wiener SPÖ ist hin. Allerdings, man hat gesehen bei der Nationalratswahl, dass das Ergebnis ja geradezu sensationell war für die SPÖ in Wien. Ja, wir sind ja auch eine sehr starke politische Bewegung. Wir können ja auch auf Erfolge verweisen. Es gibt in Wien ja eine sehr gute Entwicklung in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Wir haben ein sehr gutes Sozialsystem. Wir lassen niemanden zurück in Wien. Und das ist ein gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und ich glaube, dass das die Bevölkerung in letzter Konsequenz, auch wenn man da und dort mit manchen Dingen und Entwicklungen nicht einverstanden ist, aber dass man sich schon bewusst ist, in welcher großartigen Stadt wir leben. Jetzt gibt es in Wien ein großes Problem, das ja der FPÖ relativ viele Wähler zutreibt. Das ist natürlich die verstärkte Einwanderung von Ausländern, auch die Tatsache, dass Millionen und Abermillionen in diese Mindestsicherung fließen. Was haben Sie denn da für ein Rezept? Weil bis jetzt hat ja Wien, wenn ich das so sagen darf, gebrannt, nämlich gezahlt. Ja? Viele, viele hunderte Millionen Euro für diese Mindestbezieher. Würden Sie das anders sehen? Ja, wir haben erst vor kurzem im Wiener Landtag diskutiert über eine Neuregelung dieser Mindestsicherung. Es hat einen Beschluss gegeben im Landtag über die gesetzlichen Bestimmungen der Mindestsicherung in Wien, die sich unterscheidet von jener in anderen Bundesländern. Aber mir war immer sehr recht, eine Lösung, die bundesweit getroffen wird. Dem hat sich die ÖVP bei der letzten Bundesregierung leider verschlossen. Aber jetzt soll es ja kommen. Halten Sie diese Lösung jetzt für gut, die da angedacht ist, oder ist Ihnen die zu brutal mit dieser radikalen Kürzung der Mindestsicherung, Umwandlung in Sachleistungen etc.? Also Umwandlung in Sachleistungen halte ich für richtig. Also ich plädiere dafür schon seit längerer Zeit. Das halte ich ja prinzipiell für einen richtigen Weg. Ich glaube, das ist eine drastische Kürzung, die Gefahr mit sich bringt, dass Menschen, die nicht, nämlich in keinster Weise abgesichert sind, natürlich zum einen einen sozialen Hotspot darstellen und natürlich eine sehr starke Problematik im Sozialbereich mit sich bringen in der Stadt. Und da haben wir schon eine andere Situation als in den Bundesländern, wo sehr viele Menschen aus den anderen Bundesländern zu uns nach Wien, der einzigen Millionenstadt in Österreich, kommen. Aber letztendlich wird ja die große Herausforderung für Sie als nächster Bürgermeister sein, wie schaffen Sie diesen Zuzug, diese Zuwanderung in den Griff zu bekommen? Wie schaffen Sie die Integration? Und wie schaffen Sie es, dass die Wiener wieder mehr Sicherheitsgefühl bekommen? Egal, wie jetzt die Zahlen tatsächlich ausschauen. Aber das sind ja die drei Punkte, die der SPÖ derzeit in Wien so zu schaffen machen.
Nein, was ist da das Ludwig-Rezept? Sie sagen es ja völlig richtig, Herr Fellner. Es gibt schon eine sehr starke Spannung zwischen dem, was die Kriminalstatistik ausweist, und dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Ja. Das ist richtig. Mit dem müssen wir uns auch beschäftigen. Und ich glaube, dass wir da Maßnahmen setzen können, auch als Stadt. Und das wird den Menschen... Mehr Polizei zum Beispiel. Mehr Polizei, eine Forderung, die ich auch schon seit langer Zeit habe. Ich habe aus diesem Zusammenhang auch viele Forderungen gestellt. Ich habe ein ausnehmend gutes Verhältnis zur Wiener Polizei. Wir haben mit der Einrichtung der Grätzl-Polizisten, die insbesondere auch die großen Wohnhausanlagen begleiten, ein wirklich gutes Modell entwickelt, das auch Sicherheit ausstrahlt, von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Und da muss man weiter aufbauen. Und ein zweites großes Thema ist, wie man mit der Zuwanderung umgeht. Und da sehe ich meine Tätigkeit in Zukunft immer in zwei Polen. Auf der einen Seite die Internationalität, die Modernität, die wir in Wien gewohnt sind, zu erhalten. Gleichzeitig aber auch eine Schutzfunktion für die jetzt schon hier lebende Bevölkerung auszuüben. Und ich möchte es nur an einem Beispiel zeigen. Ich habe als Wohnbaustadtrat den sogenannten Wien-Bonus eingerichtet, wo wir bei der Vergabe der geförderten Wohnungen niemanden ausschließen, aber die schon länger hier lebende Bevölkerung deutlich bevorzugen, indem wir sie schneller vorrücken auf den Wartelisten. Und ich glaube, das könnte ein Modell sein, auch für andere Teile der Stadt. Niemanden ausschließen, der zu uns kommt, aber jene deutlich bevorzugen, die schon länger in unserer Stadt leben. Das wird das Spannende an Ihrer Regierungszeit, wenn es dazu kommt. Gegen wen werden Sie am 27. Jänner antreten, Ihrem Gefühl nach? Mir gegen Andreas Schieder oder gegen Christian Kern? Mir ist jeder recht. Wird es Christian Kern sein? Kann ich nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass ich kandidiere und freue mich auf jeden Mitbewerber. Und Ihr Gefühl, wenn es Andreas Schieder ist, wer wird gewinnen? Also da brauche ich nicht nachdenken. Also da bin ich überzeugt, dass eine breite Zustimmung für meinen Weg sichtbar sein wird am Parteitag. Das heißt, in Ihren Augen und hoffentlich auch in den zu mancher Zuseher wird Michael Ludwig der nächste Wiener Bürgermeister sein und am 27. Jänner dieses spannende SPÖ-interne Duell gewinnen. Danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Danke für die Einladung. Danke vielmals. Spannende drei Wochen, auch in unserem Interesse, denn das wird eine spannende Zeit, meine Damen und Herren, auch für einen News-Sender zu übertragen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. War ein spannender Tag heute mit Johanna Mikl-Leitner, die in drei Wochen die Schlacht um Niederösterreich schlägt, und mit Michael Ludwig, der in drei Wochen die Schlacht um Wien schlägt. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.